Hi Freunde, willkommen zurück in Pillars of Eternity. Wir stehen hier noch in diesem einen Wald, wie hieß er, Talholz. Und ich überlege gerade, ob wir einfach nach Goldtal gehen sollen oder ob wir kurz mal bei den Bären vorbeischauen. Wobei ich glaube, es wäre klüger, in Goldtal vorbeizugucken. Denn wir haben nichts zu heilen dabei. Überhaupt nichts. Wir haben Reis, Fleisch, Geflügel, aber ich habe keine Ahnung, wie ich Gesundheit bekomme. Ausdauer bekommt man überall, nur keine Gesundheit. Naja, ich glaube, ich gucke jetzt einfach mal kurz da hoch. Wir können ja gleich wieder abhauen, wenn der Bär zu böse ist. Wer weiß, da war er irgendwo. Nein, da oben. Was war denn das? Ach, da geht's auch zur Map, zur Karte rüber. Okay. Dann können wir also auch gleich von da oben abhauen. Dann schauen wir mal. Böser, böser Bär. Wo ist sie denn? Hier ist sie, die Höhle. Da gehen wir rein und da ist auch schon wieder der Ladebalken. Diesmal gibt's nichts zu lesen. Ach, das war ein kurzer Ladebalken. Dann schauen wir mal. Ich glaube, ich gehe da lieber leise rein. Mal gucken, ob es da was gibt. Ja, da gibt's was. Bär, 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 da ist der Bär. Da sieht mich nicht der Bär. Eine Höhlenkoralle. Was ist denn eine Höhlenkoralle? Eine Höhlenkoralle hier. Dieser seltsame rote Pilz wird meist in feuchten Höhlen gefunden. Seine hohlen, käfigartigen Formationen ähneln Meereskorallen, was auch den Namen erklärt. Ich sehe da keine käfigartige Formationen. Ich dachte ja eigentlich, die schreiben hier Käfer, aber da steht wirklich Käfig. Komisch, 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 da ist ein Toter. Na gut, das ist der Bär. Wie viele Leben hat er denn? Das sieht man natürlich nicht. Wenn ich da jetzt ganz leise dran an dem vorbeigehe, der wird mich entdecken, oder? Oh ja, er hat mich! Oh, da sind wir tot. Da sind wir tot. Tja, dann muss ich wohl doch erst nach Goldtal. Der ist ein bisschen stärker, als ich gedacht hätte. Der hat mich mit einem einzigen Schlag umgehauen. Ich hatte 200 Leben, und die Hälfte hatte ich noch von dem, was ich überhaupt hatte. Aber das hatte nicht gereicht. Dann ab nach Goldtal. Das dauert 8 Stunden. 8 Stunden Wartezeit. Jo, wenn der Ladebalken genauso lang dauert, dann viel Spaß. Ich werde mir das nicht antun. Ich lasse es euch schön durchlaufen, wenn es so lang geht. Aber ich glaube es nicht. Viele Aspekte der Benutzeroberfläche und der Anzeige kannst du im Optionsmenü an deine persönlichen Vorlieben anpassen. Okay. Jetzt sind wir hier in Goldtal. Ich dachte, das wäre eine Stadt. Das ist ja wieder nur so ein Dings da. Gut, hier gibt es ein Häuschen. Ein altes Bauernhaus. Da unten hängen ein paar Leute vom Bäumchen runter. Da wurden welche erhängt. Böse, böse, böse Leute. Da oben sind welche, sind die böse. Da komme ich da entlang hoch. Ach, jetzt muss er natürlich erstmal gucken, was es da so Schönes zu sehen gibt. Ja, ja, tot. Alles tot, alles tot. Und da kommt der Nächste, der uns auch killen will. Urgeat, ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau wie das desolate Dorf hinter ihm ist. Er mustert dich mit eingesunkenen, leblosen Augen. Du musst einer der neuen Siedler sein. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen. Willkommen in Goldtal. Bestimmt wird es dich freuen, dass hier erst kürzlich ein paar Stellen frei geworden sind. Er starrt auf das knorrige, blattlose Monstrum von Baum neben ihm. Heißt du alle auf diese Weise willkommen?
Bist du wahnsinnig? Kein Wunder, dass hier nicht viel los ist. Haha. Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Schlau? Ja, das wäre wirklich schlau, wenn ich das sagen würde. Ich könnte mir das Angebot deines Fürsten nochmal durch den Kopf gehen lassen. Na gut, ich fühle mich hier zu Hause. Wieso nicht? Sein Blick wendet sich wieder zu dir zu. Natürlich müssen wir zuerst einige Erkundigungen einziehen. Der unschätzbare Fürst Redrick der Siebte hat große Mühen auf sich genommen, um unser Dorf vor Waidwens Vermächtnis zu isolieren. Er schätzt dich über halbmondförmige Augengläser ab und kratzt sich am Kinn. Ah, okay. Alter Kratzer. Kratz ab, du alter Kratzer. Hast du schon mal ein Hohlgeborenes gezeugt? Ein Hohlgeborenes? Von was redest du da? Nein, das ist eine ziemlich persönliche Frage. Antwort verweigern. Kümmere dich um deine eigenen verdammten Angelegenheiten. Was ist ein Hohlgeborenes? Von was redest du da? Natürlich von einem Kind, das ohne Seele geboren wurde. Fürst Redrick hat die Tilgung dieser Geisel aus unserem Dorf zur obersten Priorität gemacht. Naja, ich bin ein Typ. Ich weiß nicht, wie ich aus meinem Pimmelmann ein Kind rauspressen soll. Wenn ich eine Gebärmutter überhaupt hätte. Ich sollte dich warnen, Fremder. Hier in Goldtal haben wir einen besonderen Ort für Dissidenten, Scharlatane und jene, die einen Fluch unter uns verbergen würden. Er geht zur Seite und neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. Die Geburt des Kindes seiner Herrschaft steht unmittelbar bevor. Ohne seine Genehmigung werde ich nicht in der Lage sein, dir eine permanente Bleibe zu finden. Das wird bis nach der Geburt warten müssen. Er verschränkt die Arme. Nachdem die Glocken von Redricks Festung die Geburt des neuen Erben meines Fürsten verkündet haben, können wir unsere Unterredung fortsetzen. In der Zwischenzeit kannst du vorübergehend in der Schenke gleich südwestlich von hier unterkommen. Seit einem knapp überlebten Aufeinandertreffen mit einem Biwak fühle ich mich merkwürdig, obwohl es wohl jemand im Dorf gibt. Ob es wohl jemanden im Dorf gibt, der mir helfen könnte? Du sagtest vorher etwas von Hohlgeburten und Waidwens Vermächtnis. Na gut, ich glaube mal, das sind ganz normale Fragen, oder nicht? Keine Ahnung. Bevor ich hierher kam, sah ich in der Nähe von Ruinen mehrere Leute eine merkwürdige Zeremonie ausführen. Dieser Baum dort drüben. Komm, mach mir das mit der Zeremonie. Er sieht dich vorsichtig an. Du solltest dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in engvitanische Ruinen ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heutzutage lassen die Leute nichts unversucht. Berat, hab Gnade, das haben wir wirklich. Vielleicht, das glaube ich nicht, kaum waren sie damit fertig, gab es einen Biawak. Er poliert seine Augengläser an seinem Ärmel. Wenn du einem Biawak so nah gekommen wärst, würdest du jetzt nicht hier stehen. Tja, ich bin eben ein Wunderkind, ein Wunderzwerg. Solltest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Es ist wichtig, dass jeder in Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Ja, dann machen wir jetzt das mit dem überlebten Biawak. Das, wo der nicht glaubt. Der Magistrat wirft die Stirn in Falten. Was auch immer dein Problem ist, es klingt nach einer Angelegenheit für einen Beseeler. Die einzige Vertreterin dieser Zunft in Goldtal ist aber nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er deutet auf eine vom Baum hängende Leiche. Er lächelt höhnisch. Du solltest dich glücklich schätzen. Nachdem sie Fürst Redrick enttäuscht
getäuscht hatte, sorgten wir dafür, dass sie nicht vom fälschlich in sie gesetzten Vertrauen anderer profitieren würde. Eine falsche Heilung ist schlimmer als gar keine. Aber falls du erpicht darauf bist, eine Flasche Trollpisse oder ein Steinchen toten Adra zu finden, um dir damit die Stirn einzureiben, so kannst du gerne ihre Taschen durchsuchen. Wenn man nach Scheiße gräbt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. Geil. Ich an deiner Stelle würde mich aber freuen, dass mir die Flucht gelungen ist und es dabei zu belassen. Du sagtest vorher etwas von Hohlgeburten und Weitwins Vermächtnis. Hm. Eieiei, wenn man nach Scheiße gräbt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. Ja, das stimmt wohl. Ich will aber mich nicht mit Trollpisse einreiben. Trollpisse. Das ätzt ja alles weg. Er blinzelt. Manchmal vergesse ich, dass ihr Ausländer diese Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeburten sind jetzt schon seit 15 Jahren in die Geißel des Dirwalds. Er senkt seine Stimme und flüstert nur noch: ohne Seelen geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf. Bemitleidenswerte, dumme Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit, manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Er hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begannen, etablierte sich die Bezeichnung Weitwens Vermächtnis. Zu Ehren dieses üblen, gotteslästerlichen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Aha. Die Dekrete von Fürst Redrick können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Auf Wiedersehen, du kleiner Arsch. Urkreat nickt kurz, bleibt weg vom Baumchen, oder? Zuhören! Es bimmelt. Zwei Glockenschläge, hoffentlich war das das letzte. Nein, drei, die Götter mögen sich erbarmen. Das Kindlein ist geboren. Oder auch nicht. Urkreat blickt mit undurchschaubarem Gesichtsausdruck nach Osten. Er blinzelt kurz und wendet seine Aufmerksamkeit dann wieder dir zu. Anscheinend kommt deine Ankunft zur größten Unzeit. Oh oh. Drei Glocken schlagen nur für den Tod eines Redrick. Ich fürchte, dass Fürst Redricks Erbe verloren ist. Oder aber ein Hohlgeborenes und damit gleichermaßen verloren. Eine merkwürdige Zuckung zieht sich über sein Gesicht und seine Mundwinkel verziehen sich zu einem freudlosen Lächeln. Du solltest vorsichtig vorgehen, die Umstände haben sich erheblich geändert. Was meinst du damit? Bedroh mich nicht, kleiner Mann. Ich bin doch der Kleine. Oh, was ist passiert? Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Oh nee, du kleiner Mann, ich bin groß, du bist klein, haha. Er schüttelt ungerührt den Kopf. Oh, das ist keine Drohung, nur eine Warnung. Fürst Redrick wird keine Bedrohungen der Seinen oder der Bewohner seiner Lande tolerieren und seine Trauer wird ihn kaum sanftmütiger machen. Was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vermächtnis hat Goldtal mitten ins Herz getroffen. Unsere Bemühungen, uns in Berats Augen reinzuwaschen, müssten verdoppelt werden. Er richtet einen festen Blick auf dich. Was ist passiert? Er zuckt mit einer seiner knochigen Schultern. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen. Vielleicht sogar die Launen der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nichts sicher. Du solltest dich etwas ausruhen in der Schenke oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm danach wieder zu mir. Ich werde schon früh genug mehr wissen. Leb wohl, Arschgesicht. Nachtrag hinzugefügt. Visionen und Geflüster. Wo war denn das hier?
Nachdem ich eine Explosion außerhalb der Ruinen von Kieland Liss überlebte, bekam ich eine Vision. Seit dieser Zeit höre ich Geräusche aus dem Nichts und sehe Dinge, die nicht da sind. Der gehört in die Klapse. Suche Hilfe wegen deines Zustands. Das ist nicht die Krankheit, die mich beim Wagen getroffen hat. Dies ist etwas Neues, vielleicht ein Leiden des Verstands. Mit etwas Glück gibt es in Goldtal jemand, der weiß, was zu tun ist. Der Magistrat hat mir geraten, etwas auszuruhen, während ich auf eine dauerhafte Unterkunft warte. Vielleicht ist das auch das Beste, uns dieser Krankheit ein Ende zu setzen. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Aufgaben: zu spät zum Abendessen. Die Schenke zum schwarzen Hund in Goldtal hat ihren geliebten Koch verloren. Ach ja, wieso denn das? Sprich mit der Schankwirtin der Schenke zum schwarzen Hund. Tenfried war dankbar, dass ich ihn aus der Gefangenschaft im Banditenlager befreite. Er schlug mir vor, mich mit der Schrank. Wieso schon lese ich da immer Schrank? Die ist doch nicht im Schrank drin. Mit der Schankwirtin der Schenke zum schwarzen Hund in Goldtal zu unterhalten, die bezüglich einer Belohnung für meine Bemühungen in einer besseren Position sei. Okay. Jetzt gucken wir aber erst noch hier ein bisschen rum. Was gibt's hier eigentlich so? Achso. Okrea, Zöldner, Schwertkämpfer und Bogenschütze. Was ist denn das da? Geh mal dahin. Da gibt's eine Leiter. Nein, da. Ich dachte da. Das ist der Eder, der Meister Eder und sein Pumuckl. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zwirn und Glasperlen, verwelkende Blumen und vom Regen teils verwaschene Notizen herum. Bestimmt von den Leichen runtergeflogen. Da fliegen sogar Mücken rum. Hey, die ist oben ohne. Die da auch. Oh, das ist ein Weibchen, da sieht man was, was man... Kann man da nicht näher rangehen? Nein, kann man nicht. Sexy Lady. Wie sieht's bei euch aus? Die auch. Die da scheinbar auch, wenn das ein Weibchen ist, ich glaub schon. Habt ihr sie erst noch richtig ordentlich durchgenommen, bevor ihr sie aufgehängt habt, oder wie? Perverse Schweine. Naja. Kann man da durch? Ja, kann man. Ist noch mehr. Oh. Upsala, so rum. Linksklick. Blutmoos, das kennen wir schon. Was, wo gehst du denn jetzt hin? Was ist denn das da? Geht's die Treppe runter? Da will ich auch... Ich wollte doch darüber, du Hund. Wo geht's denn da hin? Keine Ahnung, ich will's gar nicht wissen. Ein Kind ist das, okay. Thealfeilion. Und das da... Unter den Ranken finden sich primitive Schnitzereien einer Sonne, die über drei Sternen aufgeht. Aha. Den kann man auch labern. Thealf. Alter, was geht jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Ach, du große Scheiße. Thealfeilion. Als du dich näherst, spürst du eine lebhafte Vergangenheit in der Seelenessenz dieses Mannes. Stimmen aus ihrer Vergangenheit scheinen nach dir zu rufen. Die Seele erkunden oder wegtreten? Erkunden wir mal. Ach, du große Scheiße. Ach, du große Scheiße. Du siehst eine Dreieckfahne hoch oben träge im Wind wehen, auf die eine aufgehende Sonne gestickt ist, die Vorhut einer kleinen Paladintruppe. Die Atmosphäre ist heiter, wenn auch maßvoll, und die Elemente haben ihren Rüstungen noch nicht zugesetzt. Dieser Feldzug ist frisch, jung und voller Begeisterung und Eifer. An ihrer Spitze steht ein Befehlshaber in voller Rüstung, etwas plump wirkend, aber doch entschlossenen Schrittes. Trotz der Begeisterung seiner Mannen lächelt er nicht. Vielmehr steht er mit schiefem Mund und grimmigem Gesichtsausdruck da. Er reißt seine Hand hoch und bringt seinem Trupp zum Anhalten. Als sich mit tiefem Grollen dunkle Gewitterwolken zusammenziehen, werden sie still. Er befiehlt ihnen, sich kampfbereit zu machen und auszuschwärmen. Augen huschen von Horizont zu Horizont.
Hälse drehen sich, um den Ursprung des Geräuschs auszumachen. In der Ferne heben sich Staub und Blitz vom Boden, als über ihnen rasch stygische, was sind stygische, Wolken zusammenziehen. Die Soldaten halten ihre Stellung, ihre nervliche Anspannung verrät allein ihre nervöse Atmung. Der Befehlshaber schließt seine Augen und ruft einen Segen auf seinen Trupp herab. Gestärkt und unbesiegbar werden sie, während der Feind ihnen immer näher kommt. Was sind stygische Wolken? Ich habe das Wort noch nie gehört. Stygische Wolken. Oh. Keine Ahnung. Okay, jetzt ist wieder normal. Was bist denn du eigentlich für ein Freak? Ach, jetzt kommt es schon wieder. Jedes Mal, wenn ich mit dem labern will. Oh Mann. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich als erstes hin? Gehen wir auch mal da hoch. Wobei, wir warten jetzt erstmal hier an dem schönen Bäumchen. Wieso rennt da jetzt ein... Achso, da kann man ja gar nicht durch. Da, ja, gut. Wir warten jetzt hier an dem schönen Bäumchen erstmal. Beenden diese Folge. Schauen der hier nochmal ins Gesicht. Und nicht zwischen die Dinger. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.